Also ich finde die Aktion richtig gut. Ist nicht so leer hier im Trainingsplatz. Und ja, jetzt können sich ja nur noch die Leute mal hier blicken lassen. Dann kann man auch ein bisschen quatschen darüber. Also ich finde es gut. Ja, die Jungs haben eigentlich alle einen Plan bekommen, auch für zu Hause. Deswegen können wir ganz normal auch einsteigen. Wir werden eine Spielform trainieren, werden so spezifisch auch in Gruppen arbeiten, offensiv, defensiv. Das sind schon die Dinge, die wir forcieren wollen. Nächste Woche wird auch der ein oder andere Testspieler schon dabei sein. Und ja, wir sind im Gespräch mit dem einen oder anderen Spieler auch. Gucken wir mal, was passiert. Kerem Bülbül hat noch eine alte Verletzung aus dem Spiel gegen Chemnitz und Michael Gadarski ist auch nicht dabei. Der hat sich ja in der letzten Woche am Sprunggelenk verletzt. Von daher fehlen die beiden leider.